Naja, also ich glaube, das ist ja kein Widerspruch. Also das Experimentelle ist ja auch nicht unernst, beziehungsweise der Anspruch, wenn das ist, was du jetzt als das Ernste vermeintlich identifizierst, kann ja durchaus was Lustvolles und Spaßiges an sich haben. Also das Auftreten an sich ist einfach was Schönes. Ja? Aufgeregt ist man irgendwie schon lange nicht mehr. Aber trotzdem stehst du halt dann da und hast irgendwie ein Publikum und möchtest halt einfach deinen eigenen Standard halten. Und so eine gewisse Spannung ergibt sich. Und gerade wenn man halt eher in so einer Improvisationsecke unterwegs ist, dann weiß man ja wirklich nicht so genau, was man tun wird. Und teilweise weiß man wirklich nicht so genau, was die Mitmusikanten oder der, die Mitmusikantin tun wird. Und da ist es halt wichtig, mit Personen zu arbeiten, die sich auch mal zurückhalten können, also inklusive man selbst, und auch den anderen den Raum zu geben. Und da können einfach ganz, ganz schöne Sachen entstehen. Also es ist eigentlich so ein bisschen die Suche nach dem lichten Moment. Und hoffentlich ist der bald, hoffentlich ist er so, dass man den Eindruck hat, auch das Publikum empfindet das ähnlich, und hoffentlich ist, wenn wir ihn dann wieder zerbröselt haben, die Suche nach dem nächsten nicht allzu lang. Wir machen ja verschiedene Sachen. Also es ist durchaus Zeug, das jetzt in so einen mehr oder weniger populären Elektronik-Techno-Bereich hineingeht, wo es ja relativ einfache, gestrickte Sachen sind, und man versucht ein bisschen spannend zu arrangieren und mit interessanten Sounds einfach zu arbeiten und interessanten Dramatiken sozusagen. Aber jetzt in dieser eher improvisierten und ein bisschen experimentelleren Schiene, da ist für mich, und ich glaube, da kann ich jetzt auch für einige der Kollegen, mit denen ich regelmäßig arbeite, sprechen, ist das Spannende schon zu schauen, wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich für mich selber gehen, und wo fange ich an, mein Publikum zu verlieren? Was ist die Grenze? Wo hört Musik auf, zu sein, zu funktionieren? Also einfach den Begriff einerseits zu erforschen, was bedeutet es? Was ist Musik? Und das daran festzumachen, wo es aufhört, etwas, was vorher Musik war, wird dann ein Geräusch oder Lärm. Wo ist der Punkt? Und das Interessante ist, wenn man das jetzt seit einigen Jahren betreibt, der Punkt verschiebt sich immer weiter raus. Also für einen selber natürlich, aber auch, also das Publikum ist so viel gnädiger oder, also die halten so viel mehr aus als vor 10 Jahren. Das ist unglaublich. Also wir bei unserem letzten größeren Konzert, also da war halt wirklich relativ viele Leute da waren wir nachher so ein bisschen erstaunt, weil wir uns nicht ganz sicher waren, was wir jetzt falsch gemacht haben. Weil aus Ecken, wo wir es nicht erwartet haben, kamen halt Komplimente, und die Leute konnten plötzlich mit völlig rhythmuslosen, freier Improvisation, nichts zum Festhalten, sondern einfach nur sich treiben lassen. Und das ist eine Fähigkeit, die haben die inzwischen. Das war einfach vor einiger Zeit jetzt unter vornehmlich Popmusik konsumierenden völlig undenkbar. Naja, natürlich, ja, also man kann ja Software auch so schaffen, dass man ganz viele Eingriffsmöglichkeiten hat in das, was da passiert. Das auf der einen Seite, ein bisschen der Nachteil an jetzt elektronischer Musik in dieser Form, also und auch in der Zusammenarbeit jetzt mit Instrumentalisten, ist, wir haben es schwerer, weil wir sind einfach, das ist relativ jung alles, es gibt nicht, also wenn du jetzt eine Klarinette anschaust, ist das ein Ergebnis von sehr, sehr langer Forschung und einem richtig großen Schwall an kulturhistorischen Ereignissen, und das hat einfach, also der Computer jetzt als kreatives Ausdrucksmittel, gerade jetzt, um in Echtzeit Musik zu machen, zum Beispiel überhaupt nicht. Und es ist halt einfach eine sekretärische Schreibmaschine mit einem Schirm, und ein paar MIDI-Controller können da nicht drüber hinwegtäuschen.